Die Daubener Gesamtschule hat jetzt einen Hühnerstall mit 4 Rädern. Ja, Sie haben richtig gehört, einen Hühnerstall mit 4 Rädern. Also einen fahrbaren Hühnerstall. Doch, was hat es damit auf sich? Das, was Sie hier heute sehen, das ist das Ergebnis eines ganz besonderen Berufsbildungsprojektes. Und die Idee entstand aber eigentlich wo ganz anders. Schon 2018 belegte die Umweltschule bei einem Wettbewerb des Lions Club Limburg den 3. Platz und erhielt für ihre Streuobstwiese den Innovationspreis Klima- und Umweltschutz im Alltag. Jeder spricht ja jetzt vom Insektensterben und wir sind jetzt schon früher auf die Idee gekommen, dass wir Blühflächen einsehen. Das ist ja, handelt sich nicht nur um diese Blühfläche, sondern wir haben noch weitere große Blühflächen. Jugendlichen stehen voll dahinter und das macht Spaß. Ja. Also das ist ja ein Insektenhotel, das hat ja 6 Quadratmeter. Also es sind schon große Projekte, die wir durchführen. Wenn man dann noch Preise gewinnt, das ist schon eine tolle Sache für die Kinder. Dann war Herr Narewski auf verschiedenen Fortbildungen und hat gesagt, Mensch, es gibt andere Grundschulen, die haben so einen tollen Hühnerstall. Aber wie kriegen wir denn Hühnerstall? Und dann kam der zweite Zufall, nämlich dass der Herr Müller an mich rantrat und an die Schulleitung rantrat und fragte, ob wir denn nicht Schüler hätten, die ein Projekt mit Ihnen, mit 3 Firmen gemeinsam was machen wollten. Der Herr Müller, der Herr Wallnau und auch der Herr Pfeiffer, die hier ortsansässige Betriebe haben. Mit denen haben wir 3 Gewerke gefunden, die das Projekt unterstützen wollten und besonders auch diese Idee unterstützen wollten, die wir alle ganz, ganz toll finden und über eine längere Zeit auch entwickelt haben. Das Besondere diesmal am Praktikum ist, dass wir nicht irgendwo in eine Firma gehen, sondern ganz gezielt uns auch Schüler ausgesucht haben, die am Handwerk interessiert sind, wo wir auch diesmal was Nachhaltiges bauen wollen, in dem Fall hier ein Hühnerhaus. Und das soll dann auch für die weitere Zukunft dann auf alle Fälle auch im Prinzip dann mit den Hühnern auch bestückt werden, dass dann auch die Eier dann später in der Schule zur Verfügung stehen. Das Problem ist, dass auf dem Bau es sehr gefährlich ist. Das heißt, die Praktikanten, die dürfen eigentlich sehr wenig machen. Die dürfen eigentlich weder auf dem Gerüst drauf gehen, die dürfen eigentlich nicht mit Maschinen arbeiten, sei denn, sie sind ständig unter Beobachtung. Und eigentlich verkommen die dann während diesem Praktikum so ein bisschen, müssen Eimer tragen und müssen kehren und müssen aufräumen. Und dann ist kein Wunder, dass sie keine Lust haben, Zimmermann zu werden oder einen anderen Bauhandwerksberuf zu werden. Deswegen haben wir gesagt, wir tun uns mit 3 Handwerker zusammen, nehmen jeweils 3 bis 4 Praktikanten auf und machen ein gemeinsames Projekt mit denen, sodass sie wirklich die Schritte von einem Handwerker mitbekommen und auch Lust auf Handwerk bekommen. Es ist eine gute Möglichkeit, den Schüler, den Praktikanten kennenzulernen. Er lernt den Betrieb kennen, unverbindlich. Manch einer sagt nach ein paar Tagen, nee, das ist mir doch zu schmutzig, zu laut, gefällt mir doch nicht, Metall ist mir zu kalt. Ich lerne den Auszubildenden, den Praktikanten kennen, ob es persönlich passt oder in den Betrieb reinpasst. Das ist eine gute Möglichkeit. Ich erhoffe mir davon, dass es Schüler gibt, die wirklich Interesse zeigen an dem Handwerk, dass die momentan damit was davon mitbekommen, was so alles für Aufgaben im Handwerk zu erledigen sind und vielleicht doch soweit Spaß dran haben, um vielleicht später auch mal eine Ausbildung im Handwerk, vielleicht auch beim Dachdecker, dann zu machen. Die Kinder deiner Klasse, der 8H, die haben die Grundrisspläne entwickelt. Das sind auch die Schüler, die immer ganz aktiv in der Umweltschule mit dabei sind. Die Schmiege, die läuft so. Der Zapfen, der läuft aber so. Das heißt, wenn du dir den jetzt so in die Maschine legst, wie eben, und schneidest hier den Zapfen dran, ist dann richtig oder falsch? Falsch. Bei diesem besonderen Praktikum dürfen die Schüler selbst Hand anlegen und etwas gestalten. Auf einem ausrangierten landwirtschaftlichen Anhänger wurde ein Hühnerstall gebaut. So richtig mit gezimmerten Fachwerkwänden, einer ordentlichen Dacheindeckung und einem Drahtzaun als Außengehege für die geplanten 11 Hühner. Wir wurden erstmal in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe ging hoch auf das Dach und haben da ein paar Dachlatten befestigt. Die andere Gruppe ging runter und haben auf große Sperrholzplatten Schweißbahnen geschweißt. Die Praktikanten durften dabei auch selbstständig unter Aufsicht die Werkzeuge der Handwerksbetriebe benutzen. Alle waren von ihren eigenen neuen Erfahrungen begeistert. Das war richtig gut, spannend und es hat auch Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, wie man die Maschinen bedient und so, ja. Ich fand das ganz cool, weil ich habe von unserer Lehrerin gehört, dass einige bei deren Praktikum nur rumstehen mussten, zugucken mussten und sie und sich Notizen machen mussten. Da bin ich froh, dass ich die Gelegenheit für sowas bekommen habe und doch mal was machen darf.
Nach den Praktikumswochen war der Hühnerstall auf Rädern erfolgreich fertiggestellt. Auf dem Schulhof der Freier vom Steinschule wurde dann die Schlüsselübergabe und das Richtfest gefeiert. Nach Wochen schwerer Arbeit ist Richtfest heute. Den letzten Schluck und dies Glas für wahr bring ich dem Hause selber dar. Glück und Segen bis unter das Dach, auf das es zerschelle mit klingendem Krach. Das walte Gott. Zünftig fand dieses außergewöhnliche Praktikum sein Ende. Der Hühnerstall aber wird noch lange über das einfache Halten von Hühnern hinaus einen nachhaltigen Zweck erfüllen. Da er einmal natürlich hier bei der Schule stehen bleibt und die Hühner dann Eier produzieren, darauf legen wir ja viel Wert, kommen die Grundschulschüler in den Genuss und dürfen sich um diese Hühner kümmern. Dann ist natürlich die Ferienzeit immer ein Problem. Was machen wir mit den Tieren in den Ferien? Die Idee zumindest ist so, dass der Hühnerstall bewegt wird und er wird dann zu den Dauberner Familien oder so hin und her gefahren. Die Hühner haben also auch mal Urlaub. Zusätzlich ist auch noch später ja ein Physikkurs involviert, der berechnen muss, wie das mit dem Solarpanel aussieht. Wie groß muss es sein, dass die Hühner auch alle wirklich dann die Tür geöffnet wird, geschlossen wird und so weiter. Also es ist schon etwas, was uns ja insgesamt als Schule wirklich lang beschäftigen wird. Schon zwei Praktikanten haben ihr Interesse an einer Ausbildungsstelle gezeigt. Ich glaube, sogar zwei habe ich mich entschieden, bin mir aber noch nicht sicher, was ich auswählen würde. Es wäre einmal Zimmermann und Dachdecker. Ich vielleicht auch Dachdecker und Holzbau. Ja, die Gemeinde Hünfelden freut sich natürlich ganz besonders, wenn so etwas von Kindern angestoßen wird und hier die Eltern unterstützend dann da mitwirken. Für alle Beteiligten war es eine neue, aber gute Erfahrung.